Ja, das ist schon wieder ein Thomas-Video und ja, ich habe immer noch die Grippe, aber naja. Das ist ein Folgevideo für den YouTuber Firngard, dem ich das Video gewidmet habe, vom Saulus zum Paulus. Diese komplette Saulus-Paulus-Kiste ein für alle Mal begraben. Das heißt diesmal keine blöden Witze, keine dummen Sprüche, sondern ich gehe ernsthaft an die Sache ran. Ich werde mich ernsthaft damit auseinandersetzen, was Thomas zu sagen hat, und werde ernsthaft auf sein Prediger doch vom Christentum Geblaber eingehen, damit nie wieder irgendjemand auf die Idee kommt, mich um sowas zu bitten oder versucht, mich zu bekehren. Das ist ein Foto von mir. Warum zeige ich euch ausgerechnet dieses Foto? Weil dieses Foto mit der göttlichen Eingebung in Zusammenhang steht. Auf diesem Platz, wo ich damals stand, erlebte ich diese Eingebung. Wohlgemerkt in diesem Alter. Ich hatte als Kind einen Traum gehabt. Einen Traum, wo ich genau dort stand. Und es war schönes Wetter gewesen. Und ich lief dort so herum und plötzlich mit einmal hörte ich ein Gewitter grollen. Und während dieses Gewitter grollte, hörte ich eine Stimme, die sagte: Unwetter. Ich habe diesen Traum nicht vergessen. Einige Zeit später, da war ich immer noch in diesem Alter, da war ich vielleicht 5 oder so, keine Ahnung, war ich wieder an dieser Stelle, nur mit dem Unterschied, da war eine Feier gewesen. Da hat jemand Kommunion gefeiert. Ich als Kind hatte natürlich absolut keine Ahnung, was Kommunion ist, weil ich auch in keinem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Also ich hatte von dieser Sache keine Ahnung. Ich war, wie gesagt, 5 Jahre alt, ich konnte nicht lesen, gar nichts. Und da war ein Tisch. Und auf diesem Tisch lag eine Bibel. Ich natürlich, so neugierig wie ich war, nahm die Bibel in Hand und fing dann einfach irgendwas zu brabbeln an. Ich weiß nicht, was ich da gebrabbelt habe. Das Seltsame war nur die Reaktion der Leute. Sie sagten zu mir: Halt die Schnauze. Und das mit einer Heftigkeit, die ich damals nicht verstanden habe. Die waren richtig böse auf mich gewesen. Und das waren die Erwachsenen, nicht die Kinder. Auf diese Reaktion hin habe ich entsprechend die Bibel vor Schreck zusammengeklappt und habe das Buch wieder auf den Tisch gelegt. Über 30 Jahre später erlebe ich die gleiche Reaktion, und zwar hier auf YouTube. Und wisst ihr, was die Leute alle sagen? Halt die Schnauze. Wir wollen keine christlichen Werte hören. Und die Angriffe sind heftig. Aber was hat das jetzt mit dem Traum zu tun? Heute verstehe ich diesen Traum. Soll ich euch mal sagen, was der zu bedeuten hat? Ich bin von Gott dazu berufen, eure sogenannte selbstkonstruierte Schönwetterwelt, ein Unwetter auszulösen. Und wie gelingt mir das? Indem ich euch mit Tatsachen konfrontiere, die ihr alle nicht hören wollt. Und die Reaktion ist wie folgt: Halt die Schnauze! Das ist das göttliche Wunder, mit dem du mich bekehren möchtest. Ein Traum mit 4, ein 5-Jähriger, der angeschrien wird, weil er eine Bibel nimmt und damit Blödsinn macht, und ein Typ, der schwulenfeindliches Zeug labert und dafür angebrüllt wird. Thomas. Um das Ganze mal Schritt für Schritt durchzugehen. Der Traum bedeutet gar nichts. Nur weil er dir im Gedächtnis geblieben ist, heißt das nicht, dass er prophetisch ist. Das mit dem 5-Jährigen und der Bibel erklärt sich, glaube ich, von selbst. Du bist in einer Gruppe von Christen, in einer christlichen Feier, nimmst eine Bibel in die Hand und erzählst was von Pupu-Zwergen und Kackertrollen. Erzähl mir nicht, dass du als Christ nicht sauer werden würdest, wenn jemand deine heilige Schrift in die Hand nimmt und irgendeinen Unsinn darüber labert. Und dass du Sturm bekommst für den Scheiß, den du auf YouTube laberst, solltest du eigentlich mittlerweile selber kapiert haben. Alles, was mir diese Story zeigt, ist, dass du ein unheimlich trauriger kleiner Mann bist. Und das ist nicht böse gemeint. Du tust mir ernsthaft leid. Ich weiß nicht, ob du dich ernsthaft für einen auserwählten Gottes hältst oder ob du dir das einredest, um dein Leben erträglicher zu machen. Aber so oder so, es ist unheimlich traurig und armselig. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie jemand an einer Erinnerung aus seinem 5. Lebensjahr und einem Traum aus seinem 4. Lebensjahr festhalten kann und darauf seine komplette Identität aufbaut. Sich als einen göttlichen Gesandten sieht, weil er irgendwann mal einen Traum gehabt hat. Das ist einfach nur gruselig. Ganz ehrlich. Aber kommen wir zum Hauptthema des Videos. Mein Christentum. Würde ich jemals ein Christ werden und anfangen, vom Christentum zu predigen? Wäre es ein Christentum, mit dem die meisten Christen, inklusive Thomas, nichts anfangen würden? Es wäre ein Christentum, das sich seiner heidnischen Wurzeln nicht schämt. Ein Christentum, das sich nicht nur auf die Bibel beruft, sondern auch auf die Ursprungsmythen, von denen die Bibel geklaut hat. Ein Christentum, das offen zugibt, dass die Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mehrfach editiert und zusammengeschrieben wurden. Ein Christentum, das die Apokryphen als gleichwertig zur kanonischen Schrift ansehen würde.
ein Christentum, wie es existiert hat, bevor es die großen Kirchenkonzile gab. Also ein Christentum, das stark vom Heidentum geprägt ist, das starke Einflüsse von gnostischen und koptischen Christen hat. Ein Christentum, in dem die Trinität und Arianismus gleichwertige Ideen wären. Ein Christentum, in dem verschiedene Interpretationen verschiedenster Schriften gleichwertig sind. Ein Christentum, in dem Toleranz und Aufgeschlossenheit sehr viel wichtiger sind als irgendwelche Regeln in alten Büchern, weil es klar ist, dass diese Bücher von irgendwelchen Wüstenvölkern aufgeschrieben wurden und nichts mit einem göttlichen Willen zu tun haben. Es wäre ein Christentum, das der Wissenschaft gegenüber offen wäre und sie nicht bekämpft. Es wäre ein Christentum, in dem Gott eine vollkommen andere Rolle hätte. Es wäre ein Christentum mit Einflüssen, die meisten modernen Christen nicht einmal verstehen würden. Also, Thomas, wünsche dir nicht, dass ich ein Christ werde und wünsche dir nicht, dass ich anfange, als Christ zu predigen. Denn ich würde etwas predigen, was du nicht als Christentum wahrnehmen würdest, weil du zu sehr in deinem Buch der einfachen Antworten feststeckst und nicht wirklich wissen willst, was deine Religion überhaupt ist. Du bist nicht interessiert an der Wahrheit, du bist interessiert an den schnellen Antworten, die du bekommst. Und es schert dich kein bisschen, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, ob es moralisch ist oder unmoralisch, was dein Gott da tut. Du hast ein Christentum des Gehorsams, ein Christentum des Les es und halt die Klappe. Ich würde ein Christentum des Nachfragens predigen, ein Christentum, in dem es erlaubt, ja sogar erwünscht ist, Gott in Frage zu stellen. Weil man nur dadurch, dass man etwas in Frage stellt und etwas anzweifelt, über dieses etwas lernen kann. Du predigst Ignoranz und Einfältigkeit. Ich predige Erkenntnis.